Hallo meine Lieben. Donnerstagabend. Wir pinseln uns die Welt, so wie sie uns gefällt. Letzte Woche ist es mal ausgefallen. Da habe ich so viel Arbeit gehabt, das habe ich nicht unter einen Hut bekommen. Da war dann einfach mal Schicht im Kanal. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ist die Notice schon raus? Facebook ist immer mal so ein bisschen sehr ein Zuschauer, weiß aber nicht, wer das ist. Der hat sich dann nicht gemeldet. Also ich gehe davon aus, dass ich live bin. Also nochmal, hallo meine Lieben. Ich bin die Angela von Elfen und Helden. Aha, okay, jetzt geht auch die Notice raus. Das ist manchmal ein wenig verzögert. Ich bin die Angela von Elfen und Helden, eine Vorzugshändlerin für Dixi-Well-Farben hier in Frankfurt in Deutschland. Und oh, hi Solly, hi my love. You're joining me in my German life. So I'm continuing the chair I started. Oh, I've done the Would You Bands on yesterday. So I shall continue in German now. But I'm grateful that you're watching. So. Ihr Lieben, Solly Joe ist unsere Would You Band Queen. Wer sie noch nicht kennt, sagt einfach mal Hallo. Hi Solly. So, und wir arbeiten momentan hier an dem Stuhl. Habe ich auf der Dixie-Bell-Seite schon zwei Lives mitgemacht. Wir haben die Bass gemacht. Wir haben das Transfer aufgebracht am Dienstag. Hi mein Hase. Und wir haben da noch mal so ein bisschen mehr Farbe reingebracht. Irgendjemand hat gesagt, ihr dürftet wählen, welches Transfer wir dieses Mal verwenden. Und das ist, also die Entscheidung ist auf das Sunflower-Transfer gefallen. Thank you, sweetheart. That's sweet. Und dann hieß es von wegen, naja, das Sunflower-Transfer ist ja eigentlich ziemlich langweilig. Und dann habe ich gesagt, nee, das können wir irgendwie richtig schön aufpimpen. Und wir haben, wie gesagt, jetzt schon ein paar Sachen damit gemacht. Wir haben das Dixie Bell Blue mit reingebracht. Wir haben gestern Instagram, ja, gerade mal ein bisschen rüber. Ah, nee, das ist auf der anderen Seite. Das Woody Band kann ich euch gar nicht zeigen. Das ist auf der anderen Seite. Das zeige ich euch später am Ende, sonst muss ich jetzt alles hier hin und her wursteln. So, wenn ihr dazu schaltet, sagt einfach mal Hallo und von wo ihr zuschaut. Und ich glaube, Instagram ist gar nicht live. Nee, Instagram ist gar nicht live. Wartet mal. Instagram muss ich gerade mal neu starten. Live. Und Verbindung wird überprüft. Damit die auch was sehen. Okay, jetzt sind wir auch auf Instagram live. Alles klar. So, Instagram, Entschuldigung, alles ein bisschen verspätet. Ich habe gedacht, ihr seid schon live und habe schon fleißig gequasselt. Aber ihr kriegt jetzt schon mit, was den Rest läuft. Entschuldigung. So, wenn ihr dazu schaltet, sagt einfach mal Hallo und von wo ihr zuschaut. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich gucke, dass ich das während des Lives beantworte. Ansonsten komme ich auch später drauf zurück. Hi Becky, schön, dass du da bist. So, ich gehe mal davon aus, wenn ihr aus Deutschland zuschaut, bei euch war es wahrscheinlich genauso warm wie bei uns hier in Frankfurt. Wir sind im Prinzip direkt von den Winterstiefeln in die Flipflops wieder reingesprungen. Also ich bin ja ein Sonnenmensch und ich kann die Hitze auch gut vertragen, aber das war oder das ist auch sogar mir jetzt gerade ein bisschen zu viel gewesen. Zumal bei mir im Laden mit dem dusseligen Covid-Gedönse
sind die Türen halt im Prinzip zu, dass die Leute erstmal gucken müssen, haben sie auch die Maske auf und hin und her, weil wir haben immer noch Maskenpflicht und die einfach so da rein stolpern. Und dann steht halt die Luft. So, also ich habe jetzt, weil ich diesmal hier oben will ich Checks machen. Ich habe das am Dienstag auch schon soweit vorbereitet. Normalerweise zeichne ich die von Hand. Deswegen habe ich mir das hier schon, ihr seht das schon mal vormarkiert gehabt. Und das habe ich einfach mit meinem Tortenspatel, das habe ich mir also als Maß genommen und habe das im Prinzip damit angebracht. Und habe mir schon mal markiert, welche Felder ich ausmalen will. Für dusselige Malen nach Zahlen, damit ich das nicht verpeile. Und habe dann aber für mich entschieden, dass ich irgendwie was ganz anderes vorhabe. Also ich will auf jeden Fall Checks machen, aber ich will die so ein bisschen mehrfarbig haben und deswegen umrühre, genau, meinen Umrührer. Deswegen habe ich jetzt nochmal Tape mitgebracht. Das ist in etwa so breit wie diese Checks, die ich gemacht habe, und werde das mal damit machen, also mal auf die faule Art und Weise. Und habe dazu aber mein Transfer, was hier drauf ist, das habe ich schon mal mit dem Topcoat Flat so ein bisschen versiegelt, dass ich mir das mit dem Tape, wenn ich da drauf komme, nicht direkt vermergel. Weil das muss nämlich nicht sein. So, und jetzt tape ich mir das einfach mal ab. Hier geht es wie immer nicht um die perfekten Checks. Ihr kennt mich, das kann alles. Das Ganze ist ja sowieso wieder ein bisschen rustikaler. Insofern. Aber jetzt muss ich hier diesmal vom Vorteil nicht mit den Stripes ab oder mit den Strips arbeiten, was ich normalerweise mache, sondern lege mir einfach hier mein Tape aus. So, mir läuft schon wieder die Brühe. Also auch bei mir hier ist eine mächtige Hitze drin. So. Das Kätzchen ist ein bisschen irritiert. Pussy Galore ist ja so eine typische Kistenkatze. Also wenn hier irgendwo ein Karton steht oder so, dann ist die sofort drin. Und ich habe hier noch immer, ihr entsinnt euch, an Weihnachten hatte ich diesen Überkarton. Oh, hi Vera. Hatte ich diesen. Ja, schwitzige Grüße aus Düsseldorf. Ja, schwitzige Grüße zurück aus Frankfurt. Habe ich ja diesen aus dem Karton so einen Übertopf für den Weihnachtsbaum gemacht. Und den hat sie für sich eigentlich beschlagnahmt. Und da ich nachher in dem englischen Live den Blumentopf in die Mangel nehme, sozusagen, habe ich. Habe ich die Pflanze, die da drin war, jetzt kurzerhand in den Karton reingestellt, den sie für sich beschlagnahmt hat. Und ja, jetzt ist der natürlich besetzt. Das findet sie nicht so gut. Ja, Ventilator, das wäre eine gute Idee. Den habe ich auch nicht. Ich habe hier meine Latzhose an. Das ist. Ich kann nur sagen, zum Glück werden keine Gerüche bei den Videos übertragen. Also, ich habe natürlich nach dem Geschäft jetzt auch noch nicht geduscht. Also insofern bin ich da ganz dankbar. Entschuldigung, das war ja nicht so ganz lecker, aber gut, so ist es halt. Ne? So ist es halt. Nichts für Pussys. Nichts für Pussys. So, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Tape das ja irgendwie genau andersrum, ich dödel. Also, das war ja schon immer so gewesen. War ja schon immer so gewesen. Quasseln und tapen, das funktioniert nicht. Also, wir machen das Ganze gerade nochmal von vorne.
Ich habe mir extra schön die angemarkert. Es ist aber auch alles kein Problem. Also rein theoretisch hätte ich es jetzt auch so lassen können, aber wir machen es ja halt richtig, weil das ist Kreide, mit dem ich das gemacht habe. Und das heißt, das kann ich so oder so abwischen. Aber das war jetzt natürlich dusselig gewesen. Also wenn ihr euch schon die Mühe macht, euch das anzumarkern, dann guckt auch, dass ihr das Tape so auslegt. So auslegt, okay, dann machen wir das jetzt so rum. Genau. So auslegt, dass ihr natürlich auch die abklebt, die ihr malern möchtet. So, das ist einfach so eine Schneiderkreide, so ein Stift gewesen. Was den Vorteil hat, wenn ich die von Hand mache, die Checks, das, was jetzt halt zum Beispiel auch hier, das ist jetzt nicht komplett abgedeckt, das kann ich nachher einfach mit Wasser. Becky, ja. Oh, bonsoir, Michelle. Our life on Almanie. So, Michelle ist unsere französische Zuschauerin. Die wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, dass wir hier auf Deutsch unterwegs sind. Michelle, in 1 hour at 9 p.m. I will be on also in English. So, but I appreciate very much you being here. So, jetzt. Ach, kann ich wahrscheinlich den Strip hier nehmen. So, den Grund, warum ich das Transfer mit dem Topcoat Flat etwas versiegelt habe, ist schlichtweg der. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, als ich die Schablone hier auf dem, ihr seht im Hintergrund diesen Coathänger, den wir gemacht haben. Da habe ich auch mit dem Transfer gearbeitet und habe die Schablone getaped und habe beim Runterziehen von dem Transfer was mit runtergeholt. Was so natürlich nicht sein sollte. Das war halt ein Moment, bis das sich komplett auch mit der Oberfläche verbunden hat. Und das hatte ich halt gerade komplett frisch aufgetragen. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt hier sicher und mache einfach so die Kanten so ein bisschen mit dem Topcoat flat. Sieht man überhaupt nicht. Also, so. Okay. Von den Farben, die jetzt hier zum Tragen kommen, ich hole euch auch gleich ein bisschen näher, haben wir einmal. Jetzt kommt unser Kernel Mustard, würde ich mit reinbringen. Sonnenblumenfarbe. Das haben wir einmal so ein bisschen und es wird auch ein bisschen blingy. Und dazu habe ich die Mousses von Dixie Burn und zwar einmal das Garnet, damit werden wir arbeiten, und das Amber. Die zwei. Und die Mousses von Dixie Burn, die sind auf Wasserbasis. Und die werde ich mir ein bisschen, die könnt ihr so auftragen, die sind unheimlich ergiebig, dauert dann, also da sie auf Wasserbasis sind, dauert es ein bisschen länger, bis sie trocknen. Und ich werde die jetzt noch ein bisschen mit Topcoat anrühren, weil ich das so ein Mischmasch, so alle so ein bisschen ineinander spielen. Aber generell wichtig ist, das ist das Garnet, das ist so ein Rot. Wichtig ist, dass ihr die richtig gut aufmischt. Also wirklich richtig mischen, 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 dass sich alle Inhaltsstoffe, die sich gegebenenfalls abgesetzt haben, auch wieder komplett miteinander vermengt sind. Für die Mousses noch nicht kennen, die kommen in 4 Farben, also in diesem Garnet. Das ist das Rot, in Amber, was kupferfarben ist. In Golden Gem, das ist so ein Goldton, und in Diamond, was Silber ist. Und die haben zum Teil eine unterschiedliche, ich tue mir jetzt einfach hier so ein bisschen was davon hier rein. Dürfte reichen. Wahrscheinlich springt der.
Die haben zum Teil eine unterschiedliche Konsistenz. Und das ist bedingt dadurch, dass die, ihr seht, das Amber ist nämlich jetzt eigentlich sehr fest. Das ist bedingt dadurch, dass die echte Metallpartikel drin haben. Und diese Metalle ein unterschiedliches spezifisches Gewicht haben. So, daran liegt es. Da das aber, wie gesagt, auf Wasserbasis ist, könnt ihr das auch mit Wasser verdünnen, wenn euch das zu so dick ist. Das ist das, was ich jetzt hier mitmache. Ich mache mir einfach ein bisschen Wasser rein, weil das ist mir jetzt arg dünn, arg dick. Umgekehrt, wenn euch das zu dünn ist, lasst ein bisschen offen stehen. Ja, schon wieder gleich Sauerei gemacht. Lasst ein bisschen offen stehen und dann könnt ihr das. Ja, Becky, hast du ja schon die liebe Becky mir gleich eine Nachricht gesprochen für das Golden Gem von dem Mousse, dass sie da so begeistert von ist. So, aber wie gesagt, da das auf Wasserbasis ist, könnt ihr das wunderbar verdünnen. Und wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt auch nochmal obendrein mit ein bisschen Topcoat. Und zwar den Topcoat Gloss, weil ich den Glanz einfach behalten möchte. Den verwende ich jetzt hierfür. Hier rankommen. Das sind meine kläglichen Reste. Topcoat Gloss verwende ich jetzt nicht so häufig, eigentlich nur zum Mischen von solchen Sachen oder auch für die Pigments. So, und wenn ihr das mit dem Topcoat mischt, ist klar, je mehr ihr da reinmacht, desto mehr verdünnt ihr das. Aber ihr macht es auch noch mal ein bisschen haltbarer. Es trocknet schneller. Ne? Es trocknet schneller, muss man so sagen. So, da. Mal gucken, das so ausreicht. Aber das könnt ihr, wie gesagt, machen. Ihr könnt das auch rein theoretisch unter Farbe mischen, wenn ihr Farbe ein bisschen aufblingen möchtet. So, aber jetzt seht ihr das. Sieht schon total cool aus. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das. Ihr wisst ja, ich habe da immer so meine Vorstellung, ob die. Weil das habe ich jetzt noch nicht probiert. Das ist mir irgendwie. Ich war also am Überlegen, normale Checks. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, nee, also so ganz normal mag ich sie dann nicht. Hin. Das mischen wir jetzt auch noch schön auf. So, das war wie gesagt ein bisschen dicker, aber das kommen wir gut hin. Und dann schauen wir gleich mal. Das Kernel Mustard müssen wir noch mischen. Ihr könnt die auch miteinander mischen. Ne? Also, was es nicht gibt von dem Mousse, das ist zum Beispiel so ein Rose Gold. Und das könnt ihr euch im Prinzip selber mischen, indem ihr das Diamond, Garnet und das Amber zum Beispiel zusammen mischt. Dann bekommt ihr so ein Rose Gold. So. Kann mal gucken. Ist so viel an dem Löffelchen dran. Das holen wir uns nochmal runter. Und das ist wie gesagt das Amber. So ein richtig schönes Kupfer, glänzendes Kupfer.
Thank you, Solly. Yes, sunflowers and kernel mustard, they are just so beautiful together. So, at first thought I'm not going to use the kernel mustard. Ich habe erst gedacht, ich will keinen kernel mustard verwenden, weil irgendwie jeder verwendet kernel mustard mit den sunflowers. Everybody uses kernel mustard with the sunflowers. But I love kernel mustard. So, okay. And there we go. Dann kriege ich den jetzt nicht auf. Eigentlich. Eigentlich habe ich mittlerweile. Ach, das war. Das war eine von den Dosen, die. Ich muss gerade mal die Handschuhe anziehen. Entschuldigung. Von den Dosen, die beschädigt waren. Nicht. Handschuhe anziehen. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, weil seit ich meine. Ah, siehst du? So geht's. Seit ich meine Farben nicht mehr schüttel, sondern rühre. Genau wie mein Martini. Muss ich die eigentlich nicht mehr aufdengeln. So, also auf jeden Fall haben wir die jetzt gemischt durch diese Aufdotzerei. Ich habe die jetzt einfach mit dem. Also wenn euch das passiert und ihr kriegt eure Dose nicht auf, einfach mit dem Deckel umgedreht auf den Boden dengeln und dann funktioniert das in der Regel. So, den muss ich aber erstmal sauber machen. Ich das jetzt wieder zumache, sonst kriege ich sie wieder nicht auf. Also erstmal komplett zur Seite. Okay. Ich habe einen ausrangierten Gatorade Sponge. Das ist der für den einen Topcoat. Die Nachbarn denken, es gibt Schnitzel, ja. Und den verwende ich heute für die. Ups, ja. Gleich Sauerei gemacht. Eigentlich wollte ich sagen, ich will nur ganz wenig verwenden. Das heißt, ich nehme das jetzt noch wieder weg. Und muss ich noch einmal zu kurz getaped, sehe ich gerade. Einmal zu kurz getaped. Nochmal eins hin. Okay. So. Mal gucken. Ja, das geht gut. Dadurch, dass ich das jetzt stibbe, läuft halt auch nichts unter das Tape drunter. Und selbst wenn es das tun würde, ich nehme wirklich ganz wenig. Ich tue das hier an dem Deckel abwischen, dass ich wirklich nur ganz wenig hier in Farbe an dem Schwamm habe. Und nehme das hier auch wieder ein bisschen runter von der Sonnenblume. Ja, nicht so viel drauf haben. Da muss ich auch noch eine Ecke tapen. So. Soll ich euch mal ein bisschen näher ranholen? Sehe ich eigentlich Fragen? So. Seht ein bisschen mehr, was da. Okay. So geht es besser, ja. So, ein kleines Stück Tape brauchen wir noch hier. Da muss ich nicht so aufpassen. Ist wie gesagt die faule Variante heute.
Und wie gesagt, da haben sich von dem Gatorhide, das ist der eine Topcoat von Dixie Belle, haben sich so Kristalle gebildet und dann verwende ich den nicht mehr für die Topcoats. Aber für solche Geschichten ist das nach wie vor wunderbar. So, jetzt tue ich mir aber auf meinen Teller hier auch was von meiner Mixtur. Ich auch davon, von dem Blingy, da ein bisschen was reinbringen möchte. Wenn ihr davon was übrig habt, das könnt ihr auch in einem kleinen Döschen oder so aufbewahren. Das funktioniert. Ich auch alles schon gemacht. Also keine 3 Monate, aber solange da keine Luft irgendwie rankommt, funktioniert das recht gut. Gegebenenfalls einfach noch mal ein bisschen mehr mit Wasser verdünnen, dann dauert es länger, bis es halt austrocknet. Ne? Das als kleiner Tipp. So. Und jetzt mal gucken. Amber. Auch nur ganz wenig. Wie das wird, wenn ich das jetzt hier rein. Hui, das wird lustig. Das wird lustig. So, ich stibbel das jetzt einfach so sporadisch. Ich will das so ein bisschen mit dem Kernel Mustard vermischen. Also, Tape, 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 Tape hier, Tape da. Da muss ich hin. Ja, gucken, das hilft alles nichts, wenn ich hier das Getapte. So wird es werden, aber ich glaube, das deckt noch nicht hundertprozentig. Ich will von der Mixtur nicht zu viel verschwenden. Ich trockne das jetzt einfach mal. Mit meiner Heißluftpistole und mach noch mal eine Schicht von dem Kernel Mustard und dann so mache ich's, so mache ich's. Aber das ist genau der Effekt, den ich eigentlich mir so gedacht habe. Go. Alles andere kann ich gegebenenfalls dann nachher auch mit einem feinen Pinsel auch noch machen. Ich sehe nämlich zum Beispiel, mal, so, hier zum Beispiel um die Sonnenblumen. Da ist das rein. Weiß ist, da hinten genauso. So, und jetzt gehe ich hier vorne noch mal über die anderen Dinger drüber, damit das komplett deckt. Und dann schauen wir. Bevor ich dann mit meinem Blingy hier reinkomme. Ihr könnt es mit dem Pinsel machen, das funktioniert natürlich auch.
wenn ihr das stibbelt oder mit einem Schablonierpinsel. Aber mit dem Schwämmchen geht es ein bisschen schneller. So, und ich will ganz bewusst auch gleich das Mousse in die feuchte Farbe mit einbringen, damit es so einen verwaschenen Effekt gibt. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ich frage. Ade. Ade, Sally. That's great. Ja, yeah, you can do a lot with those sponges. Mit den Schwämmen kannst du wirklich jede Menge machen. Und wie gesagt, also erstens mal könnt ihr die, selbst wenn die so Kristalle angesetzt haben und ihr wollt die doch weiterhin für den Topcoat verwenden, dann könnt ihr die in eine Feinstrumpfhose zum Beispiel rein tun und just also die Feinheiten hier in den Spalten. Wie gesagt, in eine Feinstrumpfhose rein. Das funktioniert auch. Dann ist er auch wieder ganz feinmaschig sozusagen. Oder halt einfach zum Schablonieren oder so weiter verwenden. Also das ist das, was ich gerne mache. Colonel Mustard ist so eine schöne sonnige Farbe. So, ich glaube, jetzt habe ich... Upsa. Schwämmchen. Okay, jetzt machen wir das ganze Spielchen nochmal. Jetzt habe ich hier schon das... wir fangen mal mit dem Garnet an. Das habe ich nämlich jetzt hier schön über den Teller verteilt. So, ein bisschen abwischen. Und dann, da ist ein Klumpen, den will ich nicht haben. Dann... ich das mit dem Schwamm immer abwischen, dass nicht zu viel da dran ist. Also wirklich immer nur ganz wenig. Dann gehe ich hier so ein bisschen. Und ich gehe mit dem... also ich bleibe nicht in eine Richtung, sondern ich drehe den Schwamm immer so ein bisschen, damit es so ein bisschen nicht so ganz gleichmäßig aussieht. Dann sieht es so gewollt aus und das soll es ja nicht sein. There you go. So, jetzt muss ich mir noch mal ein bisschen von dem Garnet, von meinem Amber hier holen. So. Ich habe es Sauerei gemacht. Eine andere Ecke einfach mal nehmen. Das abwischen. Ich glaube, wenn das runterkommt, das Tape. Also wir müssen das mit den anderen Checks noch wiederholen, das Ganze. Aber ich glaube, das gibt einen ganz coolen Effekt. Das sieht jetzt Hölle aus, oder? Hi, Amber. Hallo, Ute. Ah, du sitzt im Garten mit Sommerschorle. Ah, cheers. Sein Kaffee wieder auf, Ute. Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr.
dass das wieder alles so einigermaßen normal weiterläuft. So. Dann gucken wir mal, wie das Ganze geworden ist. Erstes Mal habe ich hier Sauerei gemacht. Das machen wir uns mal weg. Und jetzt. Also das sind jetzt die ersten Checks, ne, die jetzt hier gemacht werden. Da folgen noch ein paar mehr. Folgen noch ein paar mehr. Das ist jetzt die erste Lage. Okay. Ja, das ist genau die Fahrtrichtung, die ich gehen wollte. Das sieht cool aus. Und diese schöne Maserung bekommt man halt wunderbar mit dem Schwamm hin. Ah ne, da habe ich das Tape. Ne, kein Tape. Kein Tape. Wieder 37 Minuten. Das sieht schon mal ganz cool aus, oder? Sally, you're sweet. Thank you. So. Cheers, Iced Tea. Cheers, Iced Tea. So, das trockne ich jetzt mal ganz schnell, weil wir jetzt nämlich nochmal mit. Mal gucken, ob ich sie jetzt so direkt trocken bekomme. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das braucht zum Trocknen ein bisschen länger. Wenn ich da jetzt mit, es könnte gehen. Ich probiere es einfach. Wenn es nichts wird, dann muss ich halt nochmal drüber gehen. So, jetzt muss ich überlegen. Genau, jetzt gehen wir nämlich hier drüber. Könnte ein Desaster werden, das könnte funktionieren. Es könnte ein Desaster werden, das könnte funktionieren. Wir schauen einfach mal. Ups. Weil es wie gesagt nicht komplett trocken ist. Und so. Ist auch nicht schlimm, dass das Tape nicht abschließt. Das gibt nachher einen ganz witzigen Effekt. So. Und jetzt geht das Ganze so rum. Tape zu arbeiten ist immer ganz lustig. Das ist übrigens eine Breite, die geht mir langsam aus. Brauche ich wieder.
Dankeschön, Pia. Ach, Vera, ich sehe das gar nicht so dramatisch, wenn das jetzt nicht klappt, weil ich zu ungeduldig bin. Dann wird es halt nochmal gemacht. Oder es gibt vielleicht sogar einen richtig schönen rustikalen Effekt. Ich bin da eigentlich immer ganz entspannt, weil alles, was nicht so klappt und alles, was nicht so wird, kann man auch irgendwie wieder reparieren. Das funktioniert. Und da hinten, das Tape man noch ab. Und die So, und jetzt gucken wir mal. Gleiches Spiel. Kernel Mustard brauche ich noch mal ein bisschen. Wo ist er? Ist mal Kernel Mustard. Ups. Oh, bei den Temperaturen, Leute, das trocknet alles so schnell. Ich mache hier eine schöne Sauerei. Egal. So. Gleiches Spiel. Gerade mal gucken mit der Sonnenblume hier. Bisschen überlappen. Ihr seht, wie schnell oder wie einfach das mit diesem Schwamm geht. Ups, da muss ich noch mal. Da habe ich einen vergessen. Das muss auch überhaupt nicht perfekt sein, das Ganze. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu juicy. Also ich gucke normalerweise immer, ich bin hier eben gerade ein bisschen zu enthusiastisch, dass ich die Farbe immer so ein bisschen abstreife, damit es nicht so ganz. So, für die Kinder ist es natürlich eben toll da draußen. Sorry. Ist gerade ziemlich laut. Ich wohne hier, das ist so ein Karree. Und so in der Mitte sind dann immer die ganzen, ist halt Wiese von den Häusern. Dann können die Kinder halt immer schön spielen. Die Nachbarskinder. Ist halt mal etwas lauter. Danke, mein Schatz. Genau, das wäre es noch, die Kehle austrocknen. Nein, aber solange ich hier am Pinseln bin, am Arbeiten bin, auf jeden Fall alles ohne Alkohol. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Wenn ich jetzt auch noch ein Weinchen oder ein Säckchen trinken würde, dann das funktioniert nicht. Dann fange ich an zu tanzen und zu singen. Das wollt ihr nicht wirklich haben. Auf jeden Fall zwei Schichten. Es gibt so Farben, also gelb und zum Beispiel ist jetzt nicht so, da braucht man in der Regel zwei Schichten, um eine komplette Deckung zu erreichen. Und ich muss mal gucken, vielleicht tue ich das Ganze am Ende sogar mal noch ein bisschen distressen.
um diesen imperfekten Charakter nochmal zu betonen. Pinsel in die Ecke nochmal rein. Das geht nicht. Sonnenblümchen. Solange die Farbe noch nicht komplett getrocknet ist, kann ich da auch immer noch mal wieder was mit Wasser oder mit einem Babyfeuchttuch runterholen. Alles, was ich nicht so will. Beziehungsweise hier in der Ecke. Die fülle ich mir noch mal. Pinsel ein bisschen aus. So. Und da gehen wir ein bisschen rein. Das sind einfach diese Schlitze, da will ich noch so ein bisschen Farbe mit reinbringen, dass es nicht so weiß schimmert. Den Stuhl, den habe ich vorbehandelt. Also die Kreidemineralfarben von Dixibel, die sind ja auf Wasserbasis. Normalerweise muss da, weil die sehr, sehr gut haften, nichts vorbehandelt werden. Den Stuhl habe ich gründlich gereinigt mit White Lightning und habe aber trotz allem mit Boss gearbeitet. Boss ist der Sperrgrund, weil immer so ein bisschen hin und her, also nicht in eine Richtung, sondern so ein bisschen hin und her stibbeln, dass es nicht so ganz gleichmäßig nachher ausschaut. Das ist Kiefer oder irgendwas. Also das Teil habe ich aus dem Müll gezogen. Also muss ich mal sagen, den habe ich aus dem Müll gezogen. Parallel pour vous, Michel. So. Okay. Und da war ganz viel Farbe schon dran gewesen. Also anscheinend hat den auch irgendein Anstreicher oder so bei sich stehen gehabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ganz dicke Farbflecken gehabt und die habe ich erstmal ich mache eine Sauerei, Leute. Aber ist ja alles auf Wasserbasis. Das kann man das wieder runterholen. Das habe ich erstmal alles runtergekratzt. Aber wie gesagt, das ist irgendwie ein Kiefernholz oder irgendwas. Und da ich nicht wusste, mit welchen Farben ich da jetzt rangehe, habe ich da mit grauem Boss gearbeitet. So, ist weg. Habe ich mit grauem Boss gearbeitet, um einfach ein Durchbluten zu verhindern. Ne? Das war gerade hier mit dem Dixibel Blue oder so. Also bei den Spanish Mossen, so was da drunter ist, war es jetzt sicherlich nicht so dramatisch, aber da habe ich mir das gleich mal gespannt, ob ich die Farbe wieder mit runterhole. So. Das ist alles schon wieder trocken. Das ist echt unglaublich. Also, es geht so schnell. So eine Hitze hier. Aber egal. Wird. Alles, was nicht wird, kann man auch noch mal nachpinseln. Aber auf jeden Fall wollte ich so ein bisschen einen changierenden Effekt hier erreichen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Trommelwirbel, Trommelwirbel.
Trommelwirbel. Na, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Leute, ich bin begeistert. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Tada! Das ging jetzt besser, als ich gedacht habe. Das Muss dauert immer ein bisschen länger, dass es trocknet. Da muss ich nochmal so eine kleine Ecke vielleicht so ein bisschen ausbessern. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Wie findet ihr den Effekt? Dankeschön, Yvonne. Ah, oh, Dankeschön. Dankeschön, Patty. Patty's Painting schaut auch zu. Ja. Wir haben noch ein paar kleine Ecken ausgebessert, aber das ist genauso, wie ich es haben wollte. Ich hoffe, könnt ihr das auch sehen. Das ist so ein bisschen auch changierend und es schimmert so ein bisschen. Und das war wieder eins von meinen Experimenten. Ihr Lieben, so, jetzt muss ich mich schon wieder beeilen. Hey, die Zeit vergeht immer so schnell. Gleich wieder alles umrüsten. Jetzt geht es gleich auf Englisch weiter. Aber ich bin zufrieden. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und hi Miri. Dankeschön. Dankeschön. So. Hi Liz. Oh, Liz, that's great. Thank you for joining me. So, in about 5 minutes, you can understand me. I'll be back in English. So, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war wieder so eine Laborgeschichte sozusagen, ein Test. Habe das vorher so auch noch nicht gemacht. Das war wieder mal so, was ich im Kopf hatte und einfach mal probieren. Also, das hat gut funktioniert. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Angela von Elfen und Helden. Hi, Liz! Ich bin die Angela von Elfen und Helden, eine Vorzugshändlerin für Dixie Belle hier in Frankfurt in Deutschland, führe Would You Band, Ein Orchid Designs, 1000 schöne Marken und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht rüber zu meiner Seite, lasst mir ein Like da. Ich mache mehrere Lives in Englisch in der Woche und eins bis dato leider nur auf Deutsch. Das wird vielleicht irgendwann mal mehr, im Augenblick fehlt mir da die Zeit dazu. Aber ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Wer Lust hat, in 5 Minuten geht es weiter auf der, ja, geht's weiter auf Englisch. Und da nehmen wir uns einen Blumentopf vor mit Decoupage. So, ich mache jetzt erstmal Schluss und ich sehe euch hoffentlich gleich wieder. Für die, die ich, Virtual Hug, thank you, Pia. Für die, die ich jetzt nicht wiedersehe, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch. Dankeschön, liebe Vera. Bis dann. Ciao, ciao. Ich muss mich beeilen.